So, Freunde, heute hätte ich mal wieder Lost Place, ein Mehrfamilienhaus. Die Eigentümerin scheint wahrscheinlich verstorben zu sein. Das Haus ist auf jeden Fall noch mit jede Menge Gerümpel zugestellt. Und vor allen Dingen überall Spinnweben ohne Ende, wenn man die sieht. So großartig rein werde ich nicht gehen. Es ist nämlich ziemlich eklig. Hier seht ihr selbst alles noch voll. Die Küche, wenn man das so deuten kann. Hier geht auf einigen Etagen, bis auf hier, haben wir keine Lampe, noch Strom. Und hier seht ihr auch, ist noch alles voll mit irgendwelchen Oma-Zeug. Es scheint ja auf jeden Fall aber überwiegend ältere Leute gewohnt sind. Ah, nee. Da guckt euch dieses Spinnenweben-Zeugs an. Ist das widerlich? Zieht euch das rein. Jetzt frage ich mich, hat man hier schon so gewohnt? Früher, ich habe keine Ahnung, wie lange die Bude hier leer steht, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so gelebt hat. Das hat bestimmt mal irgendeiner zusammengepackt. Oh, aber. Und hat es dann doch am Ende aufgegeben. Noch jede Menge Geschenkpapier, noch verpackte Rollen. Was ist das? Windeln für Erwachsene. Da hinten haben wir noch schöne Blümchen. Alles Plastik. Haben wir hier auch noch mal Blümchen. Die hat auf jeden Fall. Ach nee, was sehe ich denn da? Die hat auf jeden Fall. Pff, scheiß Spinnenweben hier. Grünen Daumen für Plasteblumen gehabt. Zieht euch den Scheiß rein hier. Plastikpuppen. Aber ohne Ende. Alter, was ist los? Bambi. Solche hässlichen Puppen. Oh, dieses Spinngewebe hier. Ich bleibe immer mit meinem Rucksack an der Türklinke hängen. Leck mich am Arsch. Machen wir wieder rum, so wie es war. Hier haben wir wieder Außentoiletten. Ich Spinnwebe. Hier muss man auf jeden Fall gebückt gehen. Sonst hast du so ungeheuer Zeug auf der Rübe. Und? Hat man das gehört? Ja, ne? Hier ist noch Strom in der Bude.
Ich habe gar keinen Bock, wirklich richtig in so eine Hütte reinzugehen. Hier ist wirklich Spinnwebengelumpe über Spinnwebengelumpe. Jede Menge Waschpulver. Haben die auf eine Party gefeiert. Alter. Das sind keine gebackten Mülltüten. Das sind Mülltüten. Da ist wirklich überall nur Müll drin. Das hat man hier gehortet. Also für mich sieht das aus wie Messi. Da kann man es mal sehen. Müll, Müll, Müll. Müll. Ich vermute dennoch, dass die gute Frau hier verstorben ist. Hier haben wir eine Lampe dran. Okay, hier geht nichts. Oh, dieses Spinngewebe hier, furchtbar. Kitchen. Okay, der ist leer. Da hinten haben wir ja Spinnweben. Ein paar. Da hinten der Glühwein. Kaffee auch noch am Start. Die Küche ist so scheiße alt. Alter Vater. Was sehe ich denn hier? Mal Lampe vom Fenster nehmen. Das ist natürlich oldschool. Da. Es werde Licht. Eine alte Röhre. Telefunken. Noch Gläser. Hier noch mehr Gläser. Geschirr. Alter Vater. Ohne Ende Geschirr. Was haben wir hier? Tote Plüschtiere, Tiere. Ich glaube, der Schrank, der fällt gleich auseinander. Wer kennt diese Antennen noch? Alter. Hier wieder alles, auch alles voller Mülltüten. Hier hat die gute Frau wohl geschlafen. Hier geht auch noch Licht.
Ich muss sagen, unten war es schlimmer mit Spinnweben als hier oben. Ah, dieser Kachelofen ist doch schick. Krieg ich schon ganz drauf? Nee. Machen wir aus. Guckt euch den ganzen Müll an. Also, wenn das nicht Messi-mäßig ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist. Mir fehlen die Worte. Auch wieder Licht. Hier kann man gar nicht richtig irgendwo reingehen, weil hier alles so zugestellt ist. Das war dann auch wieder mal eine Küche. Komme ich hier irgendwie rein rum? Hier fliegst du über irgendwelches Gelumpe. Oh Gottes Willen. Da geht es bestimmt in die Nachbarwohnung. Hier auch wieder alles voller Krempel. Saugkompressen. Hey, die war. Die gute Frau, die hier mal gewohnt hat, die war bestimmt sehr krank. Hier, fettes Schuhlager. Was haben wir da noch? Plastiklöffel. Hier kommst du gar nicht richtig rum. Ich hänge schon wieder an der Türklinke. Ich kann mich hier nicht richtig drehen. Das funktioniert gar nicht. Gut. Alle Teppiche, Mäntel, hier ist der Dachboden. Da vermute ich ja mal wieder jede Menge Spinnweben. Und hier die nächste Wohnung. Zugemüllt. Wenn ich mich hier wieder reinquetsche, bleibe ich da wieder hängen. Alter, was für ein fetter Ofen. Biber-Bettwäsche. Bettwäsche für Biber. Ah, hier. Eklig. Puh.
Also, nee. Also hier komme ich auf keinsten, nee. Da muss ich mitten durch die Spinnen weben. Weil wir ja gerade Weihnachten hatten. Ach, guck an, unsere Freunde. Sieht's aus mit Spinnenweben? Krieg ich die Bude nicht auf? Ach so. Ich möchte mal die Lampe wegnehmen. Nix. Nee, Freunde, hier gehe ich nicht hoch. Das sind mir zu viel Weben. Und verpassen wir euch auf dem Dachboden bestimmt auch nicht. Wenn ich hier schon dieses ganze Gerassel sehe. Ganz auf dem Dachboden. Oh, nicht anders aussehen. Widerlich. Elbhangkurier. Ja. 2017. Hier sind doch so viele Zeitungen. Da fällt mir doch gerade was ein. Das Wochenende 2013. Auch 2013. Ja, mal Schuhe. Alter, nee. Leute, ich hasse Spinnweben. Alles wieder mit. Oh, nee. Verpasse ich hier irgendwas? Wohl kaum. Nee. Aber die Location auf jeden Fall noch gut erhalten. Da geht's ins in den Garten. Oh, nee. Hier hinten kannst du nicht latschen. Gut, machen wir wieder zu. Und hier muss irgendwas mal gewesen sein. Wegen dem amtlichen Siegel. Ich habe keine Ahnung, warum hier amtliches Siegel ist. So, Kamera ein bisschen runter, wenn niemand die Gegend sieht. Hier wurde auch zugeklebt. Die Bude da drüben ist auch zu. Das ist auf jeden Fall der Garten. Waschhaus vermute ich. Kommt gerade Radfahrer. So, die Location können wir natürlich wieder nicht komplett filmen. Das Häuschen ist noch gut erhalten. So soll es auch bleiben.
Gut, Leute, das war's dann. Auf ein neues. Bis irgendwann. Ciao, ciao.